Hallo, mein Name ist Hubert und ich möchte euch heute zeigen, was ihr unbedingt beachten müsst, wenn ihr diese neuen schmiedeeisernen Pfannen vom Andreas Rohrmoser in Bad Oberdorf einweihen wollt und verwenden wollt. Vor der ersten Verwendung muss die Pfanne unbedingt eingebraten werden. Zuerst gebe ich ca. 2 Esslöffel Öl in die Pfanne. Danach lege ich Kartoffelscheiben ein. Diese habe ich ca. 1/2 cm dick geschnitten. Nun gebe ich noch einen guten Esslöffel Salz mit in die Pfanne. Die ganze Aktion dauert gut 20 Minuten, deshalb eher bei moderater Hitze braten. Man kann schon erkennen, die Kartoffelscheiben lösen sich von selbst, somit ist alles in Ordnung. So, nun kann ich die Kartoffelscheiben schon das erste Mal wenden. Man sollte darauf achten, dass sich die Kartoffeln von selbst von der Pfanne lösen, das kann man hier gut erkennen, und während der Einbratphase dann die Kartoffeln auch öfter wenden. Am Ende der Einbratphase können wir die Kartoffeln dann entsprechend entsorgen. Zum Schluss reibe ich die Pfanne mit dem Küchenkrepp entsprechend sauber. Salzkristalle und Rückstände entsprechend aus. Die Pfanne ist nun für die erste Verwendung bereit und als erstes zur Einweihung werde ich ein paar Crepe machen.